Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nur mit anderen Trucks. Es hat sich herausgestellt, dass die Anhänger nicht funktioniert haben. Und da ich ja keinen Kran bei hatte, konnte ich nicht einfach so aufladen. So, das Problem an der ganzen Sache ist, ja, mit dem MAN und diesem Lockcarrier funktioniert das auch. Beim Mercedes Cetros hier nebenan. Sie können wir aufladen. Laden wir mal rein. Zack, zu. Wenn wir jetzt den Truck wechseln, passt es wieder nicht. Der ist wieder zu kurz. Ich so denke, Alter, dann hängt das halt hinten noch 30 cm über. Ich habe jetzt aber absolut wirklich überhaupt keine Lust, nochmal einen Truck zu suchen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal mit dem TGS hier los. Ist ja schon wieder läuft. Läuft. Aber gut. So viele Folgen, wo so viel glatt gegangen ist, wo ich mir so dachte, hä? Ja, das war ja klar, dass jetzt wieder andere Folgen kommen. Wie gesagt, theoretisch mit diesem Lokanhänger Frontteil, was man hinten drauf ballern kann. Oh Gott. Mhm. Interessant. Mit diesem Lokanhänger Frontteil und dem Dings würde der gehen, aber dann brauche ich glaube ich einen Kran, um das halt manuell zu planen. Da wollte er mich auf jeden Fall auch nicht beladen lassen. Das habe ich schon ausprobiert. Belastend. Da fahren wir die jetzt doch einzeln. So. Hier können wir, glaube ich, hier Backup Hochgang reinmachen. Ich denke, da sollten wir so genug Grip mitbringen. Die beiden haben auch Ketten drauf. Auch wenn er. Oh Gott. Ja, ist ganz schön. Ja, ich glaube, wir sind ein wenig kippanfällig mit der Fracht. Uiuiui. Das wird interessant. Wobei, ich glaube, wenn wir hier einmal auf der Straße da vorne sind, geht's dann, weil die ist ja relativ eben. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich nur der Part hier. Nur der Part hier drin. So. Krieg ich die wieder verladen? Jawohl, ja. Sieht doch gleich viel besser aus. Oh Gott! Ich hätte vielleicht dann einfach doch diesen dämlichen. Was ist er denn? Irgendwo hier steht noch ein Holzanhänger rum. Ich glaube hier. Da. Steht noch ein Anhänger mit Holz rum. Ich hätte ihn vielleicht doch holen sollen, aber gut. Jetzt zu spät. Jetzt zu spät, jetzt bin ich bockig, jetzt will ich nicht mehr. So, hier einmal hoch. Wie gesagt, hier auf der Straße ist dann ja, sollte dann ja easy peasy sein. Okay, vielleicht ein bisschen Allrad dazu packen. An der einen oder anderen Stelle. Dann sollte das da hochlaufen. Ich finde das halt schwierig. Also der Auflieger, den ich am Shortliner dran hatte, da stand Medium Locks drin. Medium Locks sind mittelgroße Baumstämme. Und die konnte ich da nicht raufladen.
Das war ein bisschen wild. Oder muss man die wirklich manuell dann verladen? Falls da deiner weiß, gerne mal reinschreiben. Fand ich auf jeden Fall interessant. So, aber Umkehrschluss der Geschichte ist, ich fahre jetzt 6-mal. Okay, jetzt nix. Da kenne ich jetzt nix, aber die Strecke ist hier jetzt auch nicht so ultra lang, ne? So, hier können wir auch mal in die Automatik reingehen. Guck mal, Nummer 1 haben wir ja gleich schon abgeliefert. Das ist ja. Das läuft ja. Wir sind 5 Minuten im Spiel quasi. Also ist heute Kreisfahren angesagt. Yay! So, Anhalten, Frachtverwaltung. Ach ne, wir müssen das da vorne abliefern. Ein Fehler. Mal ein Fehler. Jetzt, mittelgroße Stämme. Nummer 1. Wo sind die hin? Hier, wir sehen sie hier nirgendwo liegen. Schade. Gut, holen wir Nummer 2. Aber warum fahre ich jetzt alleine mit meinem MAN? Weil das, wie gesagt, die dritte Fuhrer-LKWs war, die ich da jetzt hingefahren habe. Weil ich dachte, mit dem Cetros müsste das auch funktionieren. Es sah relativ gleich lang aus, fast. Ich dachte mir, hä, wird schon passen. War dann da und dachte mir so, ah, nein. Schwierig. Wie gesagt, mit Maser fahre ich davor auch nochmal da, mit diesem, was man da hinten am Maser selber drauf hat, den einen Teil und den anderen Teil vom Anhänger hinten dran. Das wollte dann auch nicht beladen. Und dann habe ich gesagt, so, ne, jetzt fahren wir mit dem was ist das? TGS, ich war richtig, Gott. Ja. Wenn das Gute ist, halt, wie gesagt, der Weg ist nicht so weit. Wir müssen zwischendurch vielleicht mal ein bisschen tanken. Wahrscheinlich klaue ich dann auch einfach Sprit aus dem Dings raus. Kommen wir hier auch da hoch? Ja, würden wir da hochkommen, aber ich weiß nicht, wie der Weg da aussieht. Wir fahren den bekannten Weg. Better safe than sorry. Das schon, ich bin zu weit. So. Hier ist schön wieder hoch. Hochgang rein. Und dann müssen wir beim Runterfahren gleich noch mehr aufpassen, dass wir da diesmal möglichst hinkriegen, ohne die Fracht zu verlieren. Sprich, ohne halb ins Kippen zu kommen.
So. Wir haben es gleich geschafft. Aber ich glaube, alle Fuhren schaffen wir heute nicht. Mal zusehen, dass wir drei auf jeden Fall schaffen. Reicht bei mir leider zeitlich heute auch nicht. Quasi alle sechs aufzunehmen und dann ein bisschen vorzuspulen. Aber das heißt, wir haben dann, ich werde dann bis zur nächsten Folge nochmal schauen, dass ich noch irgendeinen Truck finde, der einigermaßen funktioniert damit, und dann fahren wir halt nochmal. Beziehungsweise irgendeinen Anhänger. Aber ich habe so viele Anhänger, kann doch nicht sein, dass da irgendwie keiner Medium-Loks transportieren kann. Und das ist also schon ein bisschen wild. So, Frachtverwaltung aufladen. Ich mal wieder umschalten, raus aus der Verladerampe. So, ich drehe diesmal hier um, weil ich keinen Bock habe, nochmal durch den Matsch zu pesen. Hallo? Vorwärts. Vorwärts, Marsch! So. Und wie schon gesagt, hier schön berg runter. Und diesmal bitte ohne umkippen. Deswegen versuche ich relativ langsam zu fahren, damit ich den Punkt hier finde, wo wir gerade bleiben. Oh, das geht noch. War wieder. Uiuiuiui. Es wahrscheinlich ist die Strecke hintenrum bestimmt garantiert besser. Jetzt habe ich für die entschieden. Ja, man könnte ja alternativ jetzt die Strecke, wenn man einfach so spielen würde, nochmal austesten, aber ich habe mich jetzt halt festgelegt und jetzt fahren wir hier. So, ich fahre nochmal Automatik, damit wir ein bisschen... Oh, wir fahren nicht Automatik. Aber Hochgang müsst ihr durchhalten. Hat ja eben da auch geklappt. Ja, Onboard-Perspektive. Patch 15 ist ja mittlerweile auf dem PDS. Mit dem Immersive Mode. Da macht das Onboard-Fahren noch mehr Spaß. Weil dann das HUD aus ist. Also, beziehungsweise die Sachen vom HUD nur aktiviert sind, wenn man sie einsetzt. Also sprich, wenn man hier in den Gängen rumschaltet, ploppt das kurz auf. Und fadet dann wieder raus. Das ist ganz cool. Fehlt dann. Aber das PDS-Video ist ja seit gestern draußen. Ich musste gerade nur kurz überlegen. War für mich heute auch eine kurze Nacht. Das war so unfassbar warm in meinem Zimmer. Ab um 3 ging da bei mir gar nichts mehr schlaftechnisch. Ja gut, und dann habe ich um 6 angefangen, PTS aufzunehmen.
So. Wow, da ist eine ganz schöne Bodenwelle drin. Und da vorne gucken. Ich wusste es. Irgendwie sind wir nicht gerade. So. Weg damit! Fuhre Nummer 2 haben wir auch. Müsste sprittechnisch halt echt reichen. So! Aber noch eine Fuhre. Wenn er so weitergeht, kriege ich einen Drehwurm vom Kreisfahren. Oh Gott. Zu schnell. Hochgang reicht. Aber er beißt sich hier durch. Das ist doch schon mal auf jeden Fall viel wert. Ist doch ein bisschen dreckig wieder, ne? Muss man ja schon mal sagen. Ja, und ansonsten genießen wir die Aussicht. Die schöne russische, idyllische Aussicht. Neue Region ist ja auch wieder in Russland. Gott sei Dank zumindest schon mal ohne Schnee. Mal gucken. Bin gespannt, was uns da dann erwartet. Was ist denn jetzt hier los? Mach mal zu, ein guter. Blicke links. Und dann die Huckelstrecke hier wieder durch. Immer wieder in Lastgang. Trägt sich ein bisschen besser. Gib ihm die Sperre auch nochmal. Hier ist dieses Loch, ne? Mal gucken, ob ich das bei der nächsten Fuhre ein bisschen besser treffe. LKW sieht ja schon gefährlich aus. Von der Neigung her. So, wir Sperre hier nochmal rausmachen. Ist der Untergrund ja zu fest. Da können wir hier bergauf, glaube ich, auch rausnehmen, oder? Ne, wir lassen es mal lieber drin. So, gleich sind wir da. Und dann können wir Fuhre Nummer 3 fahren. Ich nehme die 3. So. Als ob das nicht reicht. Ruft dann mit euch. Und dann Panzerrückwärtsmarsch. Oh, man sollte auch in den Rückwärtsgang gehen. Dann funktioniert das zumindest auch schon mal. Und es geht wieder runter.
So, TGS. Dieses Mal. Nee, wurde doch besser, habe ich gesagt, ne? So, wo war's da vorne? Ich glaube, wir kommen da gar nicht so richtig drum herum, oder? Ja, doch, so geht's doch. Jetzt haben wir, ich glaube, den Abhang hier auf der anderen Seite. Deswegen versuche ich mich mal schon mal so hinzustellen. So, und damit dürften wir eigentlich durch sein. Jawohl, ja. Hat doch mal funktioniert. Ohne Probleme. No problemos, sir. Dann fahren wir jetzt die wahrscheinlich letzte Tour für heute. Wie gesagt, nächste Folge ist auf jeden Fall großes Ziel, die ganze Geschichte hier abzuschließen. So oder so. Auf die eine oder die andere Art. Na gut, entweder ich finde noch einen Truck bis dahin, also suche noch einen raus bis dahin. Oder wir fahren dann halt nochmal dreimal da. Jetzt wissen wir ja auch, wie es geht. Alles gut. Alles ist gut. Gut, so, jetzt kommen wir aus dem Matsch gleich raus, dann können wir wieder versuchen, im Automatikgang weiter zu fahren. So, hier müsste das schon funktionieren, oder? So semi. Ja, jetzt schaltet er hier hoch, von daher. Allrad raus. Und hallo Bahnhof. Wir sind wieder da. Mensch, absolute Überraschung. Hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet. So, wieder mal schon mal ordentlich einlenken. Nummer 3. Und zurück. Man könnte jetzt vielleicht zur Tankstelle fahren. Ich bin einfach stumpf, ich klaue dem Citrus einfach Sprit. Eine Rutschpartie. So. Genug rumgespielt hier. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn ich da auf dem letzten Meter auch noch beim Rumrutschen umgekippt wäre. Echt gefühlt. So, da steht eine Kirche, die habe ich noch gar nicht gesehen. Hier so ein russisch-orthodoxes Gotteshaus, ne?
Schön, 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 schön. So, kriegen wir das jetzt hier mit dem Automatikgang hin? Ja? Nee? Okay. Es war so eine Mischung aus, ja, es funktioniert und nee, doch nicht. Zack. Ich knall hier gleich wieder die Sperre einfach mit rein. Damit ihr uns gar keine Probleme macht. Au. Hier sind schon ein paar Löcher in dem Boden. So, komm schon. Klappt doch. Das klappt doch. Gut, aber wir nähern uns unserem Ziel. Und somit dann auch dem Ende dieser Folge. Ja. Das, ja. Eine etwas langweilige Folge, finde ich. Liegt aber auch daran, dass ich eigentlich gehofft hatte, das heute fertig zu haben, aber gut. Nee. Manchmal kommt es anders, ne? Ist dann halt so. Aber in diesem Sinne, wir machen hier gleich Feierabend. Oder abstellen. Zack. Wir machen Feierabend. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.